Herein. Tag. Schönen guten Tag. Ich bin Vorsteher als neuer Trainer. Ja, ich bin der Sportdirektor von Werder Bremen. Mhm. Jetzt Marie. Dankeschön. Hitzen Sie sich? Dankeschön. Sie haben sich beworben als Cheftrainer von Werder Bremen? Ja. Ja, wie kamen Sie dazu, zum Trainer von Werder Bremen zu kommen? Weil Sie hatten noch andere Angebote von anderen Top-Clubs. Ja, ich hatte andere Angebote von Top-Clubs, aber ich wollte zu Werder Bremen, weil ich will diese Mannschaft hier weiter fördern. Ich will ja endlich mal zu diesem Europa League verhelfen, das sie ja durch Florian Kohfeldt erreicht haben, den sie ja weiter jetzt wieder in der Jugendabteilung weiterfinden. Oder auch vielleicht als mein Co-Trainer, weiß ich nicht, was sie jetzt so als Vorschlag haben. Aber auf jeden Fall will ich wieder die Europa League erreichen, beziehungsweise ich bin in der Europa League mit Werder Bremen, haben mich ja gesehen. Und deswegen hat mich das hier so interessiert, dieses Projekt Werder Bremen aufrechtzuerhalten. So, fangen wir an mit unseren Zielen, die wir dir voraussetzen. Also, klar steht jede Saison mittleres Tabellenfenster zu werden, kein Abstieg. Mhm. Wenn es unsere Höchstpriorität ist, mindestens Europa Quali zu erreichen. Ja. Champions League muss noch nicht sein. Mhm. Auf jeden Fall kein Abstieg, auch wenn wir Bundesliga bleiben, das ist unser höchstes Ziel. Die Jugend ganz dolle, ist ganz oben die Jugend. Ja. Wir wollen gute Jugend haben, dass wir sie dann später für richtig viel Cash verkaufen können. Und wenn sie es erfüllen, dann haben wir gute Zukunft mit ihnen. Mhm. Wir werden viel Geld verdienen, also pro Monat werden sie schon gut Geld bekommen hier von uns. Mhm. Und dann würde ich eine Unterschrift von ihnen gerne haben hier. Mehr will ich nicht. Dankeschön. Sind Sie auch erfahren, dass wir zwei oder drei erfahrene Spieler holen, wie Danan Fear, Walker, Timmy Abraham oder so? Ja, das müssen Sie nur sagen. Ich als Sportdirektor muss es gucken, wie mit unser Gehalt aussieht. Aber wenn Sie Wünsche haben, kann ich es gerne für dich machen. Ja. Dann schreibe ich nachher. Gut. Dankeschön. Auf eine gute Zusammenarbeit. Genau. Und machen Sie was aus diesem Verein, bitte. Dankeschön. Der Kopf hat schon gefeuert. Bis. Gut, ciao. Werder Bremen hat einen neuen Trainer gefunden und das sind wir. Wir wollen Bremen zur Champions League führen, beziehungsweise zur nächsten Europa League. Wir haben uns für die Europa League qualifiziert, beziehungsweise so eingestellt, dass wir in folgenden System spielen. Wir müssen mal gucken, wie wir das endgültigen Kreis dann spielen werden. Auf jeden Fall kümmern wir uns jetzt erstmal um unser Team. Wir haben vier Torhüter, einer davon ist einer ist schon ausgeliehen. Glockner, der könnte noch ein bisschen Spielpraxis sammeln. Und ja, Innenverteidiger haben wir definitiv mehr als genug. Den 33 Jahre alten Niklas Moisander hier noch. Dann ist Rickmann 18 Jahre, den können wir auf die Leihliste setzen. Christian Groß, Vertrag läuft in 12 Monaten aus, deswegen können wir ihn auf die Transferliste setzen. So, die Frage ist dann, wie lassen wir, was machen wir mit Marco Friedl? 21, lassen wir erstmal so, wie es ist. Michael Lang, 28 Jahre alt. Ja, schwierige Entscheidung, was wir dort noch machen. Null Schein mittlerweile 30, sein Vertrag bleibt auch innerhalb von 12 Monaten aus. Den können wir auch auf die Transferliste setzen. Gestellten Möwald auf jeden Fall behalten, Klassen auch. Die Spieler können wir lassen. Leonardo Bittencourt haben wir noch hier. David Philipp, den wir auch auf die Leihliste setzen. Simon Straudi. Ja, mit dem ich eigentlich gar keinen Bedarf habe, deswegen setzen wir den erstmal auf die Transferliste. Müssen wir sehen, was in der folgenden Transferperiode passiert. Benjamin Kroller auch 20 Jahre alt, brauchen wir auch nicht. So, Sakko lassen wir drinnen, Martin Harnik. So, und jetzt kommen wir zum 40-jährigen Claudio Pizarro. Der beendet nach seiner Saison seine Karriere. Das heißt, dass er uns trotzdem erstmal erhalten bleiben wird.
Luca Eost. Ja, bei den Stürmern müssen wir gucken, ob wir dort noch was machen. Und wir können ja mal gucken, wir haben ein Budget von 22,08 Millionen auf dem Konto. Ja, Jus, so wollen wir dann im Spiel spielen. Wir spielen ein 4-4-2 mit Osako Saga erstmal im Sturm. Mal gucken, vielleicht holen wir uns noch einen neuen Stürmer. Auf jeden Fall werden wir uns einen neuen RM holen, beziehungsweise auch einen neuen LV, also LV, RV, RM und einen neuen Stürmer. Das ist so mein Ziel. Mittelfeld sind wir eigentlich relativ gut aufgestellt. Über die Außen mit Eggesteiner nach als Ersatz hier mit ihm. Da haben wir dann auch noch guten Ersatz, falls jemand auf den Außen ausfällt. Und ja, sonst sollte das Ding hier eigentlich nicht schief gehen. Und wir haben auch noch hier einen Lang, der auf jeden Fall wohl uns den Verein verlassen wird. Aber müssen wir mal gucken, weil da müssen wir noch einen RV-Ersatz holen. Weil Gebre Selassie, falls der sich verletzt, dass wir noch ein bisschen Ersatz haben. Auf der RV-Position in der Verteidigung sind wir auch top aufgestellt. Im Tor mit Pavlenka auch richtig stark. Deswegen Stürmer, RM und LV. Und ich kann ja mal kurz meine Vorschläge euch zeigen. Für die Stürmerposition habe ich noch keinen so richtig gefunden. Für das ZM will ich mich vielleicht doch wahrscheinlich nochmal verstärken mit Arne Meyer. Bin ich mir noch nicht ganz so sicher mit Aaron Martin oder mit Cerverco. Muss ich gucken, wer den besseren Unterschied macht. Ich glaube dann eher hier der 22-jährige Aaron Martin, der mir doch ein bisschen besser gefällt. Aber wir gucken und wir sind auch noch auf der Suche nach einem RM, aber wir können jetzt erstmal weitergehen, mal gucken, was sich so in der Transferphase tut. Und unser erstes Vorbereitungsspiel ist ja gegen Newcastle United. Und gehen wir rein in die Simulation. Ich werde maximal das Finale ja spielen, wenn wir so weit kommen. Und wir gehen 3:0 und Toprak gleich mal angeschlagen. Und ich hoffe, dass er nicht so lange ausfällt. 6 Wochen Verletzung für Ömer Toprak. Es ist der erste schwere Verlust in dieser noch jungen Bremer Saison. Und jetzt gegen den AS Saint-Étienne. Italiener gegen Crystal Palace gewonnen. Musaco mit dem Doppelpack und Eggestein sichern den 3:2 Erfolg im European International Cup gegen Saint-Étienne. So, wir sind schon sicher durch mit den 2 Siegen. Und jetzt kommt Crystal Palace als letzter Gegner im European International Cup. Die 3:0 gegen Saint-Étienne und 1:1 gespielt haben. Und jetzt verlieren sie am letzten Spieltag 2:0 gegen uns im Gruppen. Und wir stehen souverän im Halbfinale des European International Cups. Von Olympique Lyon geboten. Wir gehen in die Verhandlung, in unsere ersten Verhandlung als neue Trainer rein. Der hat noch so 10 Millionen. Sollte man eigentlich für ihn bekommen. Das sehen Sie schon mal nicht, eine 9,5 Millionen. Und das nehmen Sie an. Olympique Lyon nimmt 9,5 Millionen für Noel Schein an. Er hat 470.000, ist die Freigabesumme, die wir annehmen. Vielleicht hat er ja ein paar gute Werte. Und wir machen jetzt gerade einen richtig Schnäppchen. Und wir gehen in unsere ersten Vertragsverhandlungen rein. Natürlich wird er auf jeden Fall ein Schlüsselspieler sein in unserem Kader. Der wird Perspektivspieler auch noch sein, das kriegen wir auch hin. So, er will einen 3-Jahres-Vertrag, den bekommt er. Freigabesumme übergehen wir und dann kommen wir zum Gehalt. Bremen mit den 20.000 und
Der erste Neuzugang steht. Marin Zverko wechselt von Mainz nach Bremen. Rane Weser, sind wir in die Halbfinalsimulation gegen aus der Liga Santander. Ich hoffe, dass wir das Finale erreichen. Erreichen wir sicher. 3:0 Sieg gegen Leganés und wir stehen im Finale und dort wartet auf uns nochmal Newcastle United. Ja, Jungs, wir sind ins Finale eingezogen gegen Newcastle United. Wir haben Neuzugänge. Unter anderem können wir uns die Neuzugänge, ihr habt es gesehen, Marvin Zverko wechselt für 470.000 an die Weser und auch 4 Euro wechselt für 8,8 Millionen an die Weser. Der erste Top-Neuzugang ist 4 Euro, der auch direkt in der Startelf geht. Neuschein und Capitano. Capitano, der wird ausgeliehen und Neuschein wechselt wahrscheinlich so voraussichtlich nach Olympic League. Ja, so sieht unsere Startelf für dieses Spiel aus. Und wir gehen rein ins erste Spiel als Bremen-Trainer. Und damit herzlich willkommen hier zum Spiel, zum Finale, eher gesagt, Werder Bremen gegen Newcastle United im wunderschönen Weserstadion hier. Ich, euer Kommentator Nils Marien, kann das Spiel kommentieren. Und da sieht man auch schon die Spieler reinlaufen von Newcastle und von Werder Bremen. Ja, hier sieht man im Finale Werder Bremen gegen Newcastle. Davor hat Newcastle Espanyol rausgehauen und Werder Bremen hat Benitez rausgehauen. Hier sieht man die Aufstellung. In Reihe und Glied stehen die Spieler hier von Werder Bremen und von Newcastle United. Die sind bei Moisan da. Daneben ist Pavlenka. Es wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel. Hier sieht man Pavlenka. Okay, die Aufstellung hier, Pavlenka ist im Tor. In der Abwehr sind Augustinsson, Musai, Wiglic und Ibra Selassie. Im Mittelfeld ist Franziska, Klaassen, Walcott, der neue Walcott und von Sturm ist Sargent und Osako. Ja, der neue Walcott, da folgt wieder von Anfang an ran der Mann aus Everton. Und hier sieht man die Aufstellung von Newcastle United. Bekannter exklusiver Spieler Scher ist eine Aufstellung. Hat mal für Wolfsburg gespielt. Ja, das war die Aufstellung hier von Newcastle United. Und ich bin gespannt, wie das Spiel ablaufen wird. Ich bin selber gespannt, noch nicht. Ihr seid auch gespannt, wie das Spiel hier ablaufen wird. So, es geht los. Gleich ist Anstoß. Alle sind bereit. Und der Ball rollt. Es geht spannend weiter. Außen jetzt. Wieder Mitte. Es wird viel gepasst hier. Schon mal Passspiel hier. Werder Bremen bleibt im Ballbesitz. Jetzt mal der erste Konter hier. Wird und. Okay, wurde mal abgeblockt. Und der Keeper von Newcastle United hat ihn sicher. Aber jetzt noch ein Konter. Konter über Sargent. Jetzt. Jetzt. Schuss geblockt. Und der Nachschuss. Oh, Tor! Oh, Tor! Aus dem Nix macht Osako das 1:0 für Werder Bremen und der Pokal ist bald in Händen. Aus dem Nix, ich habe gedacht, der Ball wurde jetzt geklärt von Newcastle Abwehr, aber dann wurde es, da wurde der Schuss noch richtig gefährlich und der Keeper hat auch keine Chance. Ja, hier geht es jetzt spannend weiter und der Schuss, oh, aus dem Nix kommt noch der Schuss von Werder Bremen, jetzt die Ecke. Okay, wurde geklärt. Wird nochmal spannend. Kommt nochmal rein? Nein, kommt nicht mehr rein. So, jetzt geht's weiter hier. Werder Bremen. Tanzt da alle aus. Und was für ein Traumtor. Sargent, der Mann aus den USA. Ein Supertalent. Mit einem Traumtor. 2:0 Werder Bremen. Die Fans rasten aus. Jetzt wieder ein Konterangriff über Werder Bremen. Bremen. Was für ein Spiel hier. Bremen. Osako. Was für eine große Chance hier vor Osako, um das Spiel zu entscheiden. Aber jetzt kommt gleich die nächste super Chance. Oh, was für eine Parade hier für Newcastle United Keeper. Der Mann, auf jeden Fall der beste Mann bei Newcastle.
Jetzt meine Ecke wieder von Werder Bremen. Wird die Ecke gefährlich, wurde kurz ausgeführt. Flankt rein. Oh! Aber die Abwehr klärt. Das war ein Nachschuss. Ah, wohl nicht gefährlich. Jetzt der nächste Angriff. Oh, was für ein Tor! 3:0 in der 83. Minute. Mensch. Werder Bremen ist in Fahrt und das war auch die Entscheidung. Werder Bremen für 3:0 und der Pokal ist in sicheren Händen. Werder Bremen, was will man mehr? Und ein guter Auftakt für den neuen Chefcoach. Und das Spiel ist vorbei. Werder Bremen gewinnt das Turnier und Newcastle geht mit leeren Händen in die Saisonauftakt der Premier League. Hier sieht man die Mannschaft mit Moisander und Pavlenka. Da ist der Pokal. Da ist der Pokal, wo der Bremen sich lange drauf gefreut hat. Haben verdient dieses Turnier gewonnen. Und da sieht man, wie sich alle freuen. Und was Besonderes, wie man jetzt auch gesehen hat, die Schiedsrichterin war eine Frau. Was ganz Neues hier. Und da... Da haben wir hier ein Jimmy Abrahams von dem FC Chelsea, der auf der Leihliste ist. Dann nehme ich das natürlich mit 21 Jahre jung, dieser Typ. Und da kann man draus, was machen, wenn der hier tatsächlich ein 2-Jahres-Vertrag unterschreibt, beziehungsweise den annimmt. Und das ging ganz schön schnell mit Frank Lampard. Und mal sehen, ob er das annimmt. Was wäre mit Arne Meyer passiert oder wer jetzt so uns Verein verlässt, müssen wir schauen. Das im Laufe der Transfer. Abraham weg. Wird ausgeliehen für 2 Jahre vom FC Chelsea. Und wir haben ein Leihangebot bekommen für Klaassen. Das wird definitiv ablehnen. Und wir sind kurz vor dem ersten Spieltag. Ja, Saga, da muss ich nachdenken. Und wir gehen zuerst in die Pressekonferenz. Right, wir sehen uns danach sofort im Spiel. Wenn es Fragen gibt, dann dürfen Sie die jetzt gerne stellen. Wir sind bereit. Ja, die Jungs sollten sich aufs Gewinnen konzentrieren hier. Wir müssen punkten in der... Und... Natürlich, die Qualifikation ist Pflicht, in die Europa League einziehen zu müssen. Und wir erwarten natürlich ein Debüt von Theo Walcott. Er wird natürlich diesem Team bisher sehr helfen. Und das wollen wir natürlich auch so zeigen. Es ist soweit, erster Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Der SV Werder Bremen empfängt im Weserstadion Fortuna Düsseldorf zum ersten Spieltag. Und mit dem neuen Trainer soll Werder Bremen die Wende gelangen, in der Liga wieder der Europa-League-Platz feststehen. Nach diesem neuen Vertrag mit dem neuen Trainer soll nun alles besser werden. Und das wollen sie heute direkt umsetzen mit den beiden Neuzugängen. Derby Abraham und auch Theo Walcott. Pavlenka steht im Tor. In der Verteidigung Gabriel Selassie, Viggo Mjoso, Moisander und Augustinsson. Walcott, Eggestein, Klaassen und Rashica im Mittelfeld und Abraham und Osako im Sturm. Beide Nullzugänge spielen von Anfang an. Friede wieder nur auf der Bank. Heute soll es gelingen mit der besten Elf, die Werder hat hier. Den ersten Dreier der Saison 1:1. Und da hat sich Fortuna mit Kastenmeier im Tor gut aufgestellt. Zimmer, Stöcker, Eihahn und Seiders, Morales und Fink im ZDM auf der 6. Ofridi, Appelkamp, Malim steht im Sturm und im rechten ZDM steht noch Bühler. Das ist die Aufstellung der Fortuna und jetzt geht's rein in dieses erste Ligaspiel. Fortuna von rechts nach links und Werder stößt an.
die erste Möglichkeit durch Abraham auf Rocket. Und Rocket mit dem ersten Solo für Rocket. Rocket, aber stark abgefangen von der Fortuna-Abwehr. Und jetzt Abraham setzt sich dort durch. Jimmy Abraham. Aber starke Parade des Düsseldorfer Goalies. Und was macht denn Pavlenka dort? Auf einmal steht er dort komplett draußen. Werder komplett offen. Und Vedečić klärt auf der Linie für die Werder. Und dann auch im zweiten Versuch klärt er und kann den Ball befreien. Eggestein und Walker können den Ball klären. Dexter Walker mit dem nächsten Fehler. Appelkram. Und wieder der starke Innenverteidiger. Bisher keine Manke. Und jetzt kommen die Bremer über Miloš Rašica. Augustinsson, Klaassen vertändelt den Ball und der Konter. Bühler mit dem Ball über die Außen mit der ganz schlechten Flanke. Gebrselassie kann den Ball klären und Klaassen schlägt den nach vorne, wo Timmy Abraham steht. Der auf Osako raus auf Klaassen auf für Walcott und Walcott macht sie auf die Reise. Walcott hat Zentimeter am langen Eck, aber da ärgert sich der neue Trainer. Und jetzt nochmal Abraham vor der Pause. Abraham! Außennetz. Reset-Schuss, Doppelschuss, Werder Bremen vor der Pause. Aber es bleibt bei 0:0. Zur Pause. Und Bremen macht weiter im zweiten Durchgang. Abraham Osako. Aber ganz schlichter Abschluss. Und jetzt geht's weiter. Gebrselassie. Osako. Es ist tatsächlich die Führung von Werder Bremen. Nichts unverdient, aber das ist ganz bitter für die Saison. Die richtig starke Spielung von Saison ist ein eigenes Tor. Was tippelt denn hier? Unbedingt. Richtig bitter. Am Ende war zwar noch die Hand dran, es hätte zwar keinen Elfmeter gegeben. Aber das ist bitter und das ist die letzte Chance von Düsseldorf. Und am Ende gewinnen die Bremer mit 2:1:0. Natürlich haben die uns 100% gegeben. Und ja, man muss damit sehen, dass wir deutlich eine Leistungssteigerung im nächsten. Und natürlich das Debüt hier von Fear Walker, das muss man natürlich realistisch sehen, weil Jerry Walker hat den Spielstil jetzt erst richtig begriffen und er musste ein bisschen machen. Und wir haben heute Friede leider nicht spielen lassen, weil wir brauchten eine erfahrene Aufstellung für dieses wichtige erste Bundesligaspiel, was wir nur knapp mit 1:0 gewonnen haben, dank Osako. Und ja, bitte. You